Ich glaube, die Strecke ist immer dieselbe, ne? Ist egal, von welchem Punkt wir losfahren. Die Strecke ist dann immer gleich, diese ist immer hier die Anfahrt. Delete, delete, delete. Hier spawnen die ganzen Autos vor mir. Ja, ich glaube, wir müssen uns dann tatsächlich noch weiterhin. Wie soll es anders sein mit Lumberjacks Dynasty? Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weiter mit den Fällen der Bäume beschäftigen. Das werden wir jetzt tun, Fisch. So. Geschafft, 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 geschafft. Oh Gott sei Dank. Wir werden uns noch ein großes Bäumchen vornehmen. Und dann glaube ich, haben wir wieder ein bisschen mehr Vorrat in der Sägemühle. Weil ich befürchte, ich komme sonst mit dem Fällen der Bäume überhaupt nicht hinterher, ne? Oh, wie schlimm, wenn man von einem schnellen Auto in den langsamen Traktor reinsteigt und der tatsächlich nicht schneller fährt. Das ist überhaupt nicht chillig. Das ist. Oh. Ach ja. Macht nix. So. Kann mal einer was schreiben? Irgendwas stimmt bei unserer Manu heute nicht. Ich glaube, Manu, du hast mir heute zu viel geholfen. Ja, es ist jetzt tatsächlich ab 22 Uhr still geworden, etwas stiller geworden im Chat. Liegt aber daran, dass die meisten frühs aus Federn müssen. Oh doch, nicht auf das Schmier, nicht auf das Schweinchen, nicht auf das Schweinchen. Manu, ich lese dich, keine Panik, es stimmt alles. Keine Panik, es stimmt alles. Das ist halt so, ab 22 Uhr gehen die meistens zu Bett. Der Stream ist ja normalerweise auch 22 Uhr zu Ende. Aber wann kann ich mal Lumberjacks Dynasty spielen, so ausgiebig und so? Ich muss das nutzen. Lavisinchen ist auch noch da. Ist aber auch schon, ne? Lavisinchen ist ja auch schon länger da wie sonst so, ne? Ich hoffe, dass Lavisinchen irgendwann bald mal Lumberjacks Dynasty spielen kann. So. Bin zu hungrig. Sollte vielleicht mal was essen. 28. Dann gehen wir drüber.
Siehst du, alle noch da. Miri ist noch da, Jens ist noch da, alle noch da. Und die Kinder geben Ruhe. Ach, meine Kinder geben heute noch keine Ruhe. Die haben heute keinen Einsehen. Die sind schon auf Ferienmodus. Tatsächlich. Der Manni ist noch da. Am Kartoffelschälen hast du mal geguckt, wie spät das ist. Heute bist du nicht müde, Lavisinchen. Rennen. Oh. Armer Manni. Pellkartoffeln. Mit Quark. Quark mag ich Pellkartoffeln am liebsten. Und Leberwurst. Und Salz. Ach komm schon. Dein Ernst? Wie lab ich denn? Oh, nicht aussteigen. Komm rein hier. Zwei Stück noch. Die muss ich noch irgendwie hier raufkriegen. So. Ich bin leicht zufriedenzustellen. Weißt du, Manni, wenn ich dir eins nicht glaube, dann das. Du bist ein Gourmet. Du bist ein Gourmetle. Muss mal gucken hier. Nicht, dass unser Tank hier... Oh, 72%, das geht noch. Nicht, dass wir jetzt irgendwo liegen bleiben. Ach, stimmt, da war ja was mit dem Kilo, das Kilo Fleisch. Stimmt ja. Da war ja was. Ich hatte es erfolgreich verdrängt. So. Die nächste Ladung ist im Anmarsch. Noch ein oder nicht mehr? Warte mal, wie spät haben wir das? Auch eins schaffen wir noch, ne? Eins schaffen wir noch. Wir müssen tatsächlich vorarbeiten. Damit wir ein bisschen Pinunsen reinkriegen, ne? Ich frage mich, ob es sich rechnet. Ja, noch ein. Okay. Ich frage mich, ob es sich nicht eher rechnen würde, wenn wir die nassen Bretter verkaufen würden. Anstatt Ewigkeiten zu warten, dass unsere Bretter trocken werden, ne? Weil ich finde das schon extrem lange, ne? Aber mit den nassen Brettern kommen wir auch nicht auf einen grünen Zweig. Vor allen Dingen sind dann irgendwann die Bäume alle. Und solange wir nicht neue pflanzen können,
Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Dann lieber trocken verkaufen, ja, sehe ich auch so. Jetzt habe ich schon in die Seite, auf die Seite gesägt. Seht ihr, was ich sehe? Ich will ja nicht meckern, aber, wo sind die Äste? Wo sind die Äste denn? Das gefällt mir. Zehn Wälder abgeholzt, um trockene Bretter zu verkaufen, damit ich den Onkel ausbezahlen konnte. Alter Schwede. Ja, aber du hattest das Glück, lieber Manni. Bei dir war das noch nicht gepatcht. Du konntest auch nasse Bretter in den Dings. Du konntest auch nasse Bretter noch im Baumarkt da verkaufen. Das Glück hattest du ja noch. Die hat vor lauter Schreck die Äste verloren. Ja. Nun ja. Umso weniger Arbeit für mich. Was ein Ding, hä? Ach, Manu. Trotzdem 10 Wälder. Ja. Wie soll ich das denn, ups, wie soll ich das denn schaffen mit meiner einmal in der Woche Stream? Okay, ich habe jetzt noch, du hattest vorher keine Quests und ich habe jetzt auch noch das Kochen dazu, ne, also die Lotion und das alles. Also ich kann mir ja durch Quest und Kochen und so noch was dazu verdienen, ne? Und die ganzen Gemüsesorten, die werde ich ja wahrscheinlich dann auch noch, wenn ich die schön verkoche. Da kann ich die ja auch noch Geld verdienen. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt weniger Möglichkeiten habe, aber dadurch, dass du die ganzen Stämme verkaufen konntest, die Bretter nass verkaufen konntest, bist du definitiv klar im Vorteil, ne? Oh, der eine noch. Aber ich komme nicht über den Stumpen rüber, ne? Du weißt, wessen Tochter du bist, liebe Miri. Da hast du es jetzt gesehen, wessen Tochter du bist. Früher hätte ich gesagt, zwei dumme, ein Gedanke. Jetzt sage ich, der Apfel fällt nicht weit vom Birnenbaum.
Ja, dann wirst du aber erstmal, wenn du jetzt, wenn dann die neue Dings kommt, die neue, dass du dann anpflanzen kannst, dann darfst du erstmal richtig anpflanzen, lieber Manni. Wenn du 10 Wälder weggemacht hast. Also das ist schon krass, ne? Das ist echt schon krass. Vor allen Dingen, es ist auch kein Wunder, dass du Millionen an Stunden in dem Spiel festgesteckt hast. Pro Baum kriegt man wie viel Bretterkisten? Sechs habe ich auch schon weggeholzt. Sechs Wälder? Ich habe nicht mal ein. Oh mein Gott. Ich habe nicht mal einen. Zwei Stämme, eine Kiste. Zwei Stämme, eine Bretterkiste. Okay. Das waren jetzt 6 oder 7, ne? Das waren 2 Kisten. Alter, Dose. Da bin ich ja in 10 Jahren noch unterwegs. Ich habe nicht mal einen Wald weggeholzt. Und ich finde das schon, dass ich das jetzt hier ratzekal leer mache, finde ich schon krass, ne? Den kleinen können wir und den... Der gehört ja noch zu mir hier, ne? Warte mal. Ja, der gehört noch zu mir. Doch, du hast einen Wald. Ja, aber noch nicht weggeholzt, noch nicht. Und ich habe noch einen kleinen Wald, der ist deswegen ja. Ich habe aber noch keinen Wald weggeholzt, oder? Irgendwie tut mir ja schon ein bisschen so leid um die Bäume, ne? Dein größter Wald war 70 Bäume. Das ist wahrscheinlich der, der hinter über die Brücke rüber ist, ne? Da, wo ich jetzt immer die Kräuter pflanzen, Kräuter finden soll, ne? Ich glaube, den hat Manni nämlich auch schon erwähnt gehabt. Spitze abschneiden. Mehr nach oben, 2 große. Puh. Ich finde das hier jetzt schon ratzekal leer irgendwie.
Ich weiß, ihr seht gerade nicht so wirklich viel. Ich auch nicht. Aber ich muss irgendwie vernünftig an den Baum ran, an den Stamm ran. Ach stimmt, du musst ja die Waldgebiete ja auch noch kaufen. Das kostet ja auch wieder noch extra Schotter. Das stimmt ja. Die Waldgebiete gibt es ja auch nicht umsonst. Die gibt es ja auch nicht umsonst. Weiß, da passt noch was drauf. Aber wenn dann nur einen kleinen jetzt. Einen kleinen. Der ist klein. Oh mein Gott, dann habe ich ja noch richtig viel Arbeit vor mir, Mensch. Ich wollte den Busch gar nicht wegmachen. 50.000 investieren inklusive der Fahrzeuge. Also hast du ja quasi 250 plus 50.000. Das ist schon krass. Eigentlich hatte ich nicht vor, noch mehr, großartig mehr Wälder zu kaufen. Ich wollte eigentlich jetzt dann so langsam, wenn man das denn hier anpflanzen kann und so. Oha. 500.000, was? Ach du Schande. Das ist krass.